herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 25 Hannover 96 Modus. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir haben in der letzten Folge auf Legende hochgestellt, konnten uns dann im ersten Legendenspiel gegen Schalke 4-1 durchsetzen, führen aktuell die Tabelle in der zweiten Liga an. Wir sind am siebten Spieltag, siebter Spieltag, und ja, ich hoffe, wir werden hier noch einiges Gutes erleben. Wir machen jetzt die erste Runde Jugendturnier, oder die Halbfinalrunde im Jugendturnier. Damit starten wir, Spiel starten. Und dann hoffe ich, dass wir auch hier noch ins Finale kommen. 3, 2, 1, Start. Hauptsache gestört irgendwie. Mitte aufgemacht, verdammte Axt. Direkt ein Gegentor kassiert. Die nehmen uns auseinander. Ah, wir spielen jetzt auf Legende, deshalb bestimmt. Gibt's hier eigentlich Abseits? Boah, ich komme da gar nicht gegen an. Im Laufen bin ich viel zu langsam gegen die. Jawohl. Tor. Was passiert eigentlich bei Unentschieden? Wissen wir noch nicht, ne? Hatten wir noch nicht. Wieder Ecke. Yes. Zweimal aus einer Ecke. Gut, da haben wir uns wieder rangekämpft. Dürfen jetzt das nicht gleich wieder so schnell verloren geben. Jawohl. Schon fast die Eier flattern wieder, ne? So allein aufs Tor zu laufen ist immer gefährlich. Zwar wieder Arnold, ne? Den hat er aber reingeprügelt, nur den wollte er. Da sind sie echt äußerst gefährlich. Wenn die vors Tor kommen, dann knallt's. Ey, das kann nicht sein. Kannst du wieder drücken, was du willst, er läuft einfach an mir vorbei. So ein Pischer. Warum dahin?
das war's. Das gibt's doch nicht. So ein Pisspass spielt er da wieder. Das ist wirklich zu leicht. Tja, das war's. Schade. Aber okay. Sollte nicht sein. Macht aber nichts. Du bist aus dem Turnier ausgeschieden. Frechheit. So, warte, abbrechen. Was mache ich denn hier? Zentrale, da wollten wir hin. Was hat Leopold? 5 Vorlagen in 6 Spielen. Vorlage pro Spiel 0,83, Spielerwertung im Schnitt 8,4, 3 Tore selber gemacht. Warum soll ich immer die Dings aufrufen, den Trainingsplan? Wir haben doch hier einen. Nachdem wir hart arbeiten. So, wir machen weiter. Darmstadt wartet. Warum brechen wir ab? Deutschland, ich dachte gerade Dings, ich dachte gerade, die Nationalmannschaft fragt an. Oh, Tim Oberdorf. Opoku. Wir beschäftigen uns jetzt noch nicht so viel damit. Training vor dem Spiel. Diesmal nehmen wir wieder getimter hoher Pass. Auch das wird wieder nicht funktionieren, aber egal. Ich liebe es, wenn es so schon losgeht. Schlägt mich doch. Bei uns stimmt gar nichts, ne? Hey. Ich versteh's nicht. Leck mich, ich beende direkt. Hab ich gar keinen Bock drauf. Reg ich mich nur auf. Ach, kann ich jetzt doch nochmal. Okay, startet nicht schlecht. Schade. Gibt's nicht. Jetzt kriegst du die Tore da nicht rein. Warum denn? Immer wenn ich denke, jetzt haben wir den Dreh gleich raus. Das gibt's doch nicht. Wir beenden das. So, Training abgeschlossen. Wir analysieren den Gegner. Vukotic, Gyusala und Zimmermann machen die Dreierkette. Schuhn steht im Tor. Will, Klefisch machen die, was ist das, Doppelsechs. Masaya und Bader, Achter, Zehner, sowas. Nürnberger und Lopez, die Außenbahn. Wilhelmsson,
steht im Sturm. Magliza, Kempe, Hornby, Korridor, Riedel, Müller und Papela machen die Bank. Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg. So waren die letzten Spiele. Standard ist das System. Wichtige Defensivspieler sind Zimmermann und Kleefisch. Wichtige Offensivspieler sind Nürnberger. So, wir gucken mal kurz rein, was unsere Mannschaft überhaupt sagt. Ob wir so nochmal anfangen können oder nicht. Ich würde vielleicht nochmal Nielsen dazu holen. Stell mal Nielsen dahin. Ich würde vielleicht mit Ise anfangen. Und alle platt hier so ein bisschen. Ja, aber ich würde sagen, es reicht noch. Ja, so fangen wir erstmal an. So. Ist irgendwas passiert? Irgendwas Interessantes? Nein, die anderen haben noch nicht gespielt. Partie spielen. Wir spielen im Forest Park Stadium am 20. September 2024. Schiedsrichter ist Maximilian Mehlbacher. Wir spielen auf Legende 5 Minuten und das Wetter ist heiter. Also das Ding wird es in jedem Fall in sich haben. Einschalten lohnt sich, dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Wir machen weiter. Liebe Fußballfans, ich begrüße euch ganz herzlich. Freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Begegnung. Am Mikrofon begrüßt Forest euch Park Florian Stadium. Fritz Sommerfeld gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Jan Platte. Also, dann mal rein, die zweite Fußball-Bundesliga. Wir machen uns bereit. Darmstadt 98 gegen Hannover 96. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns drauf. Das wird definitiv interessant, diese beiden Teams, die so gut drauf sind, im direkten Duell zu erleben. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Und Hannover 96 mit dem Einwurf. Hannover 96. Geiles Ding. Hat im letzten Spiel gewonnen gegen Schalke 04. Was meinst du, ist heute zu erwarten? Im letzten Spiel ist ihnen zu Hause 4:1 gelungen. Aber heute ist das so ein Spiel, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass man sich die Punkte teilt. Wollte ich gerade sagen. Ah, das ist ein gutes Dribbling. Da ist alles frei in der Mitte, der richtige Ball. Und abseits. Dann ist es doch abseits. Und da können wir auch die Defensive mal loben. Spiel so gut gemacht. Janik Rochelt. Und Jan, ist ja völlig klar, wer da heute total im Fokus steht. Wie sind deine Erwartungen? Ja, Schmiso, wir reden da über jemanden, der in den letzten 3 Spielen 3 Tore gemacht hat. Die gegnerische Abwehr weiß heute also, da kommt jemand auf sie zu, der nur sehr, sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Ich bin gespannt auf diese vielen schönen Duelle, die uns da erwarten. Fabian Nürnberger. Marseiler. Stark, easy. Ah, starkes Tackling. Janik Rochelt. Machen Sie was aus dieser Chance. Boom. Und das ist es. Da ist das 1:0. Rochelt, erstes Tor, oder? Aber klappt ganz gut mit dem Anspielen und Durchlaufen. Das ist eigentlich, was wir wollen. Die Entstehung des Tors nochmal. Schöner Konter zunächst und dann clever gemacht, behält die Nerven aus kurzer Distanz. Drin ist der Ball. Hui. Erstes Tor. So, also 1:0. Mal schauen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Papela. Oh. Ja,
Ja, leck mich doch, der hat doch auch gehalten, Schiri. Freistoß. Oh, der Abwehr überlebt, der sieht sehr gut aus. Warum ist da keiner? Ja, der Angriff ist immer noch heiß. Und da ist es, jetzt ist er drin. Abseits. Aber die Fahne geht hoch. Was für eine knappe Abseitsentscheidung. Aber warum war da keiner von uns? Aber ich glaube, sie stimmt. Das ist ja verrückt. Ey. Und ein super Ballgewinn. So nah am Tor. Jetzt die Chance zu flanken. Guter Pass wird vielleicht was. Flanke in die Box. Sieht gut aus. Bringt den Ball hier erstmal raus. Ja, da ist vielleicht eine Chance zu kontern. Na, der Konter versandet dann am Ende doch durch diesen Ballverlust. Nürnberger. Maglitzer. Klaus Cazula. Fabian Nürnberger. Matej Maglitzer. Nürnberger. Stellt den Körper. Das gibt's rein, nicht, bleibt drauf. Da niemanden dran. Das ist sein Ball. Ja, da könnte jetzt was gehen. So, haben sich schon ins Angriffsdrittel gespielt, aber noch ohne die ganz große Gefahr. Befreit sich aus dem Druck. Schöner Pass nach hinten. Phil Neumann. Moja. So, und dann gehen wir so langsam auf die Pause zu. Die Gäste, sieht's gut aus, liegen hier knapp vorn. Sie liegen mit 1-0 in Führung. Es ist knapp, aber ich bin sicher, wenn Sie so konzentriert weiterspielen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie diese Führung auch ausbauen. Bisher sieht's hier wirklich richtig gut für Sie aus. Voll ins Gesicht geschossen. Ja, das ist ein Foul. Freistoß. Machen wir den auch drauf? Komm. Rotzfrech. Ohne Effet, ohne Geschnörkel, einfach bumm. Und das ist eine super Parade vom Keeper. Gegen den Freistoß musste er alles zeigen. Der war gut. Der hat jetzt den abgelöst, ne? Bester Freistoß da, den letzten, den wir hatten. Matthias Bader. So, eine Minute die Nachspielzeit. Da kann er es jetzt machen, möglicherweise. So, Ball rausgefaustet aus der Gefahrenzone. Weil was? So, und das war's mit der ersten Halbzeit. Thierry, was soll das? Okay, wir führen 1-0 aktuell. Wir machen weiter in diesem Spiel. Der Ball rollt wieder durch Gang 2. Marseiler. Ja, da hätte Darmstadt jetzt Platz auf dem Flügel. Vielleicht der Ball in die Mitte. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Ich bin nicht schneller, glaube ich. Bessoldi. Schade, Tresoldi. Klaus Cazula. Kempe. Klaus Cazula. Marseiler. Matej Maglitzer. Fabian Nürnberger. Ja, stellt da gut den Körper rein. Der war doch schon so gut wie draußen, Mann. Wenn wir auf die individuelle Leistung schauen, finde ich, ein wirklich guter Auftritt in dieser ersten Halbzeit. Ja, ist wahnsinnig aktiv bislang, gibt der Mannschaft viel Energie, hat die Führung erzielt, rundum guter Auftritt.
Fabian Holland. Ja, gutes Tackling, gut reingehauen. Nielsen. Ja, auf Arana, jetzt kommen sie nochmal. Ah, das ist abseits. Bewegung. Ja, die Idee, rauszukommen und dann wieder in die Tiefe gehen zu können, war wirklich nicht schlecht. Aber Pass-Timing auch nicht optimal. Marseiler. Komm. Fabian Holland. Dafür gibt es einen. Hauptsache weg. Etwas weniger Ballbesitz heute in dieser Partie für Hannover 96. Aber sie liegen trotzdem in Führung, weil sie aus dem Ballbesitz, den sie haben, eine ganze Menge machen. Ja, geht jetzt auch schon wieder so weiter. Sie sind schon wieder hinten gefordert. Sie bekommen den Einsatz. Sich da nicht aufhalten. Starker Pass, kann gefährlich werden. Bader. Da könnte was gehen mit der Flanke. Ah, der war ein bisschen halb, da ist immer noch gefährlich. Die Chance zum Ausgleich. Chance lebt noch, ging nur an den Pfosten. Habe ich von Ihnen schon besser gesehen. Aus dem Angriff wird nichts. So nah dran am Ausgleich und dann das. Der Ball, der nur ans Aluminium klatscht. Boah, da hat nicht viel gefehlt. Unser Ball. Bekommen jetzt den Freistoß. Bisschen zu arg zugelangt. Warum dreht er sich denn genau in ihn rein? Was ist denn los hier schon wieder? Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal was wechseln. Ein Gang kam. Ist ja immer noch ein bisschen tot. Dindorf. Fabian Holland. Eine Viertelstunde noch in dieser Begegnung. Der weiß nicht, was er da macht, oder? Zimmermann. Klaus Cazula. So, und jetzt defensiv umschalten nach dem Ballverlust. Und jetzt Chance zur Flanke. Ja, das war souverän gemacht. Schade. Ja, sieht gut aus für die Gäste in diesem Spiel. Ein paar Minuten noch und immer noch diese knappe Führung. Die machen das richtig gut. Ziehen hier ihr Spiel durch, sind immer wieder diesen einen Schritt schneller, aber ich denke, noch ist der Sieg nicht fix. Sie führen zwar mit 1-0, aber darauf dürfen sie sich überhaupt nicht ausruhen. Das stimmt wohl. Ja, da ist ein bisschen Platz zum Kontern. Oh, der Abwehr überlupft, der sieht sehr gut aus. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Das bleibt noch mal heiß. Boah, ist der Ball raus aus der Gefahrenzone. Boah, und rauscht der da rein. Also was? Kann sein, dass er dafür duschen was? Muss. So, und Schiedsrichter schickt ihn duschen. Ist klar, das ist eine Schwächung. Ja, aber zu Recht, der Platzverweis, finde ich. Denn so kannst du einfach nicht hingehen. Hä? Warum wechselt er dann aber bei uns nicht?
Spiel, die Nummer 20. Tja, wir müssen jetzt leider wieder Arschloch spielen. Marcel Halstenberg. Eine Minute gibt es obendrauf vom Schiedsrichter. Und das war's. Die Gäste holen sich hier heute den Sieg. Rot, aber rot, warum direkt rot? Sieg geworden in diesem Ligaspiel. Es hätte, da sind wir uns, glaube ich, einig. Auch meine, ja, wir haben jetzt drei Punkte, aber Leopold fehlt uns jetzt wahrscheinlich eine Weile. Für sie zählt letztendlich nur der Sieg. Schön. So, hart umkämpftes Spiel, aber drei Punkte für uns. 1-0. Ich meine, wir waren jetzt definitiv nicht die bessere Mannschaft. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spiel. Bei Nielsen lief es heute nicht richtig. Es gab nur 0 Schüsse. Bei Harvard Nielsen lief es heute nicht richtig. Es gab nur 0 Schüsse. Sind Sie von dieser Leistung enttäuscht? Nielsen trösten. Hallo? Nielsen war nicht so schlecht, wie Sie es darstellen. Leopold schien heute Probleme mit der Disziplin zu haben. Der Schiri hatte eine Menge zu tun. Damit können Sie nicht zufrieden sein, oder? Leopold motivieren, Leopold trösten. Es ist immer gut, Leidenschaft und Einsatz zu zeigen. Leopold hatte heute die meisten erfolgreichen Pässe in ihrer Mannschaft. War das ausschlaggebend für den Sieg? Ermutigen. Der hebt gleich ab da. Danke für dieses Gespräch. Sehr gerne. Leopold ist gesperrt. Nachricht von Nielsen. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, ich werde das spielen, wenn es sein muss. Hauptsache die Mannschaft hat Erfolg. Ja, wenn Sie es wollen, dann spiele ich halt als rechter Flügelspieler. Ist halt so. Aus meiner Sicht machst du das gut, Junge. So, wie lange ist der gesperrt? So, neue Nachricht vom Trainerteam. Boss, Ihr Spieler Enzo Leopold wurde während des Spiels gesperrt. Er hat ein Spiel Sperre erhalten. Bitte berücksichtigen Sie das bei der Auswahl Ihres nächsten Teams. Mit freundlichen Grüßen, der Assi. So, okay, gut. Steht hier irgendwas? Top-Leute bringen Top-Leistung. Du bist das letzte Zeit auch bei Leopold. Ja, holt sich auch mal einen Karton. Top-Leute unter Roman Irwin, der Hammer, Tiburcio Silveira, das ganze spielt sich so, rote Karte, Football-Drama, Niklas Groß, freut sich da wirklich jemand drüber? Anzeige ist raus, Kollege. So, nicht so eine tolle Leistung. Oh. Alles klar. Gut, Freunde, ich mache hier nochmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Oder du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen schon wieder.